Bogen, Rajim, Wildcat bzw. Matrix sind sehr, sehr schöne Bögen. Ich möchte ganz kurz was darüber berichten. Erst einmal, das ist die grundsätzliche Frage immer. Wildcat und Matrix, wo ist eigentlich da der Unterschied? Also die Bögen sind tatsächlich identisch. Die kommen aus der gleichen Maschine raus. Einziger Unterschied ist wirklich die Farbe. Das heißt, der Matrix hat dementsprechend ein dunkles Mittelteil und der Wildcat, das ist naturbelassen, zwei verschiedene Buchenholzfarbtöne reingenommen und daher kommt eben dementsprechend die Maserung. Die Wurfarme sind untereinander austauschbar. Das heißt, ich habe also hier jetzt einen Wildcat mit schwarzen Wurfarmen. Ich habe einen Matrix mit schwarzen Wurfarmen. Ich habe einen Matrix mit weißen Wurfarmen. Und ich habe natürlich den klassischen Wildcat, den habe ich hier unten einmal komplett aufgebaut. Klassischer Wildcat mit weißen Wurfarmen. Und bei diesem hier sieht man auch gleich, was man mit dem Ding alles machen kann, was man alles anbauen kann. Dazu komme ich gleich nochmal. So. Ganz kurz, wie Sie jetzt vielleicht schon gesehen haben, Anbauteile. Ich habe hier in den Mittelteilen Bushings drin, mit denen ich verschiedene Sachen anbauen kann. Zum Beispiel hier vorne Bushings für ein Visier oder hier ein Bushing, wenn ich eine Magnetpfeilauflage verwenden will mit einem Button. Dafür ist das. Die meisten, die anfangen, nehmen stattdessen eben eine Klebepfeilauflage. Die ist auch normalerweise beim Bogen sofort mit dran. Funktioniert auch. Besser sind natürlich die magnetischen, ist klar. Sind noch ein bisschen teurer. Hier unten nochmal ein Bushing für Bogenschlinge und für Stabi-System. Und wenn Sie so einen Bogen kaufen, Sehne gehört grundsätzlich mit dazu. Es ist eine Darkhorn-Sehne. Es gibt also zwei verschiedene Sehnentypen. Das eine ist Fastflight, das andere ist Darkhorn. Bögen mit Holzmittelteil, grundsätzlich bitte mit Darkhorn schießen. Die Fastflight-Sehnen würden zwar die Pfeile besser beschleunigen, aber es kommen zu viele Schwingungen aufs Material drauf und das halten die Bögen nicht sehr, sehr lange aus. Das heißt, der Hersteller sagt auch von vornherein, diese Bögen mit Fastflight geschossen, Garantie, das ist dann vorbei. Achten Sie bitte drauf, aber in der Regel ist es so, das weiß Ihr Händler dann auch, dass diese Bögen mit Darkhorn geschossen werden. Zum Bogen selber noch, beziehungsweise zur Firma noch. Die Firma Rajim ist ein Italiener und baut mittlerweile sehr, sehr erfolgreich seit über 30 Jahren Bögen. Und die neueren, beziehungsweise die jetzt im Programm sind, sind halt diese Matrix und Wildcat. Und qualitativ ist das so einzusortieren. Ich vergleiche es mal mit Autos. Es ist kein Porsche und es ist kein Ferrari. Aber ein schöner VW Golf ist es denn dann doch. Das heißt also, mit diesem Bogen, wenn Sie sich diesen hier zulegen, ist gar kein Problem, mit dem auch in Bogensportvereinen aufzutauchen. Die werden dort ebenfalls geschossen. Die werden also sehr, sehr gerne dort als Trainingsbogen verwendet und begleiten die Schützen auch dementsprechend über die ersten Stufen hinweg, auch bis in die ersten Meisterschaften hinein. Oder eben, wenn Sie einfach nur im Garten schießen wollen, mit Sicherheit eine super Auswahl, weil Preis-Leistung ist einfach optimal. Bei diesem Bogen habe ich jetzt einen kleinen Fehler eingebaut. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, ja, da ist ja Schrift drauf. Ja, hier vorne steht Black Flash drauf. Black Flash ist der Importeur, der deutsche Importeur von diesen Bögen. Welcher Wurfarm ist denn jetzt oben und welcher ist unten? Im Prinzip ist das ganz einfach. Der mit der Schrift ist unten. Den habe ich hier jetzt nämlich nach oben genommen. Weil wenn Sie verkehrt herum aufbauen, sieht das Ganze so aus. Ist natürlich falsch. Das muss natürlich so aussehen. Schrift unten. Da kann man es auch lesen. Warum überhaupt die Unterschiede? Eigentlich ist es bei Wurfarmen so, dass der untere Wurfarm ein klein bisschen stärker ist als der obere. Warum? Hier vorne liegt der Pfeil auf, aber gegriffen wird hier unten. Und deswegen habe ich eine Asymmetrie drin. Und um die auszugleichen, muss der untere Wurfarm ein klein bisschen stärker sein, damit ich sauber durchziehe. So, nochmal ganz kurz zu den Anbauteilen. Damit Sie sehen, wie die befestigt werden. Wie gesagt, hier das Bushing, wo ich dann einen Button reinschrauben kann. Hier oben. Die Gewinde sind alle grundsätzlich genormt. Das heißt, egal welches Visier Sie kaufen, wenn es nicht gerade irgendwelche 0815 ganz einfache Visiere sind, aber die kriegen Sie in der Regel auch nicht einzeln.
egal welche Visiere Sie so einzeln kaufen, die passen grundsätzlich, die Bohrungen sind dementsprechend genormt. Das gleiche gilt für die Bogenschlinge, die man reinschlüpfen kann. Und das gleiche gilt fürs Stabi-System, alles eine Normung. Und dementsprechend kann man sich den Bogen aufbauen, wie man möchte. Man kann ihn so hervorbauen wie diesen hier, der dann dementsprechend alle Wünsche schon erfüllt. Oder man kann auch ganz einfach sagen, okay, ich brauche eigentlich gar nichts an. Ich nehme einfach nur meinen Bogen, so wie er ist. Das ist übrigens ein Linkshandbogen. Lass einfach die Klebepfeilauflage drauf, die standardmäßig mitgeliefert wird. Pfeil drauf, ausziehen, Spaß haben